Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Ist ein bisschen her, dass die letzte Folge da war, weil ich mir halt volle Möhre in den Finger geschnitten habe. Und jetzt gerade bin ich auch ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob man es hört. Denn ich war auf Konzert und habe gerade nicht mehr so viel Stimme. Aber gehen wir rein. Ich muss noch mal kurz, Moment, nachschauen, weil ich ja prädestiniert bin, die Batterien wegzufeuern. Nachtsicht F, Batterie R. Sprint, springen, Leertaste, aber wo waren wir jetzt eigentlich nochmal genau? Ach ja, genau, ich war hier rüber gesprungen, hat eigentlich nicht geklappt, eigentlich bin ich da runtergefallen, aber das hat trotzdem gezählt. Und jetzt sind wir hier. Wenn es dazu kommt, dass ich vielleicht nicht mehr sprechen muss, kann es sein, dass die Folge ein bisschen kurz wird. Ach, da bitte ich um Rücksicht. Ha? Wo muss ich denn lang? Ach da. Okay, hier muss ich lang. Ich will jetzt da lang. Okay. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hm? Have a little confab, blah blah. Was stimmt mit seinem Auge nicht? Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Könnte doch ein WoW-Boss sein. Dann gucken wir uns mal um. Wo will der jetzt mit mir hin? Ich glaube, das ist der Doktor. Der Doktor Wernicke vielleicht? You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Doch, der geht nicht. Also ich wäre da gern rausgegangen, Kollege. Oh, ist das der Typ, der die verstümmelt hat in den einen Zimmer? You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Ah ja, wenn man keine Lust hat, Briefmarken abzulecken, holt man sich aber eine zweite Zunge. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. Ach scheiße, ich kann das noch nicht mal zuhalten hier. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way.
Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's a lot for you to absorb. There. Better, right? Here's an HEQ. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen überfällig. Hol dir Verband, Mann! Okay, gespeichert ist, kann ich hier irgendwo raus? Ich hoffe, ich kann hier irgendwo raus. Fuck. Ja, ich muss hier raus, also. Muss ich lang? Vor allem die Blutung hat einfach aufgehört. Und als ich mir den Finger geschnitten habe, das hat ewig geblutet. Da oben müssen wir lang. Seht ihr das da? Also viel lauter werde ich nicht werden. Ekelhaft. Moment eben. So. Dann mal runter hier. Wieder gespeichert, okay. Ich suche noch Batterien. Liegt hier vielleicht eine? Nein? Doch, da. Sah auch so aus, als ob hier eine liegen würde. Ich versuche eigentlich, so gut es geht, zu sprechen. Aber es ist schon sehr anstrengend. So. Bin hier mal gespannt. Oh, buddy. What are you trying to do? I gave you a chance, didn't I? You know, try to give you a hand. Well, I can't help you. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Scheiße. Wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang? Aber hier ist doch nichts, oder? Wo muss ich lang? Achso, der, wenn er mich einmal gesehen hat, ist Feierabend. Ich will da vorbei, bitte. Okay, keine Chance. Alles schwierig.
Das ist schwierig. So, wo bin ich denn jetzt? Warte. Ist das das, wo ich runtergekommen bin, oder? Ist hier das? Hier ist das Bett. Das ist gut. Da liegt hier die Batterie. Und... Moment. Hier kann ich nicht lang, oder? Also, er wird da vorne gleich rauskommen. Kann ich den beiseite schieben? Ja! Ach, hier war das. Ich weiß nicht, wo ich lang kann. Also da ist der Aufzug. Wenn ich dafür eine Karte hätte, könnte ich runter. Wenn ich da lang gehe, dann findet der mich. Aber jetzt kann ich hier so wieder nach oben rein. Wo muss ich denn jetzt lang? Also hier hinter mir wahrscheinlich nicht. Schon wahrscheinlich da lang. Aber ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt hier hin. So. Jetzt findet der mich. Da ist der Aufzug. Und jetzt gehe ich hier hoch. Mist, ich hätte erst gucken sollen, wo der langläuft, ich Idiot. Jetzt kann ich nur hören, wo der langläuft. Oder ich gehe auf der anderen Seite lang. Ja, im schlimmsten Fall sticht er mich nochmal ab. Da lang. Ja, mal gucken. So. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Hier ist eine Batterie. Das ist gut. So. Warte mal, ich bin hier reingefahren worden, dann rechts, oder? War das rechts? Mich zu verstecken. Da bin ich, glaube ich, reingefahren worden. So, den hören wir, aber was anderes hören wir nicht. Okay, hier geht's nicht durch. Und hier? Auch nicht. Ach, guck mal, hier kann ich gar nichts machen. Konnte ich nur die Batterie holen. Ja, interessant. So, ich würde nochmal hier hochgehen. Und gucken, ob ich nicht was von hier oben im Gang höre. 2, 1, stopp. So, hört man was? Nee, ne? Man hört nichts. Alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück. Also eins muss man sagen, egal ob ich jetzt sterbe oder nicht nochmal, wir haben schon mal 2 Batterienplätze gefunden, das ist sehr gut. So. Ach, guck mal, er hat mich gefunden. Und wenn ich jetzt hier hochgehe... Der findet einen aber schnell. Also richtig schnell. Ja, was meinen jetzt? Ich denke, weil ich in so vielen Folgen immer so viel rumgammel und so rumschimmel, im Sinne von... Ihr wisst, was ich meine.
Hut zusammennehmen, etc. Ich renne ihm jetzt einfach entgegen. Lass mich mal vorbei. Jetzt gehen wir hier lang. Also, da ist eine Tür. Da hinten ist eine Tür. Hier geht's auf. Wo ist denn jetzt die nächste Tür? Da nicht. Da nicht. Hier. Und hier geht's nicht weiter. Aber hier vielleicht. Ach, hier sind wir im Kreis gerannt. Okay. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Also ich habe versucht, jetzt einen Weg zu finden, aber ich finde keinen. Hm. Hat er was weggeschoben? Ich habe ja auch keine Karte jetzt gefunden, ne? Oder ich guck zu eilig. Und ich muss die Karte nehmen, damit ich hier wieder hin kann, um dann in den Aufzug zu gehen. Ist das möglich? Vielleicht muss ich eine Karte finden. Okay, jetzt ist er da vorne ja wieder. Lass mich vorbei. Oh, hier links geht's. War ich hier schon drin? Jetzt bin ich schon wieder im Kreis gelaufen. Ich finde den richtigen Weg nicht. Ich finde den Weg nicht. Nobody likes a quitter. Ich quitte nicht. Ich suche. Mega entspannt suchen wir hier. Das Gute ist, ich habe vorhin eine Testaufnahme gehabt, man hört mich auf jeden Fall. Und nicht eine altbekannte Stimme. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also. Moin. Träger. Also, hier ist eine Tür. Wir gehen jetzt einmal hier rein. Hier ist nix. 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 Was ist denn hier? Hey, da wollte ich doch gar nicht. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Machen wir mal zu. Ist hier irgendwo unten was oder so? Hier ist gar nichts, oder? Habe ich jetzt abgehangen, oder? Gehen wir mal kurz und lauschen, vielleicht hören wir ja was durch die Wand. Ah. Ja, gute Frage. Gucken wir mal. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ich höre ihn. Der ist da rechts. Da rechts. Im Gang. Toll, wofür ist denn das hier? Das kann nicht sein. Irgendwo wird das doch wohl hier sein, oder? Entschuldigung. Ist nix. Gar nichts.
Okay, ich mache jetzt die Tür langsam auf. Da vorne wird er sein. Aber irgendwo hier muss ich ja wohl auch was finden, oder? Liegt da nicht was? Warte mal. Ach, das sind nur Dokumente. Hier sind Betten zum theoretisch drunter verstecken. Ach, da vorne ist der. Oder vertue ich? Ach, da! Okay. So. Das ist für die Betten. Hat einer von euch was gesehen? Oh, hier bin ich falsch. Ich sehe nichts, wo ich lang kann. Wo muss ich denn lang? Hier auch nichts. Hier auch nichts. Da ist noch was. Ah. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz und verstecken uns. Weil ich muss jetzt nochmal die Batterien aufladen gleich. Bei dem einen Ding war noch eine Tür. Vielleicht sind wir da richtig. Ist aber ein anstrengender Part hier. So, ich muss jetzt nochmal die Dokumente durchgucken. Der Informant war irgend so ein Typ. Oder? Softwareberater, genau. Der ist, achso, der hat nur eine Nummer gehabt, der hat noch nicht mal einen Namen gehabt. So, dann gab's Project Wallrider. Lass mal kurz gucken. Ist hier irgendwo der Name Träger? Ich meine, ich habe irgendwo Träger gelesen. Das hier war Billy. Billy ist, glaube ich, der verstorben ist. Annahme, katastrophal, bla bla, Murkoff, Gerichtsverfahren. Nee. Project Krankheitsbericht von Chris Walker. Muckeltra CIA. Mord unter Hypnose. Ach, das war das mit den beiden Frauen. Die eine, die ja die Luftpistole, wie es war, gegriffen hat und dann geschossen hat unter Hypnose. Vater Martin, der hat uns hier reingeholt. Totenschein von Dr. Wernicke, der noch ein Dr. Wernicke. Aber wo kam denn nochmal Träger her? Oder kannte ich den Namen gar nicht? Der taucht jetzt zum ersten Mal auf, ich weiß es auch nicht. Okay. Also ich gucke jetzt nochmal kurz hier was. Hier kann ich ja gar nichts machen, stimmt. Hier war auch nur hier das Dingens. Aber hier kann ich nichts machen. Hier auch nichts. Gut, dann müssen wir uns jetzt gleich, wie gesagt, nochmal einmal hinten lassen. An ihm vorbei. Und dann war da eine Tür, die war noch zu. Hi. Ich lauf mal, ne? Wir nehmen wieder den langen. Ey, der hat die Türen zugemacht. Hoppala. Wo war das denn jetzt nochmal? Da war das Mist. Jetzt bin ich zu früh. Müll mal raus. Ey, wo sind die Türen? Hat er die alle eingeschlagen? Warte, da bin ich rein. So, hier. Oh, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Warte, wir rennen noch mal eine Runde. Da ist die Tür, wo ich durch will. Ich hoffe, das ist zumindest die richtige. Die hat ja eingetreten. Gut, dann hier noch mal raus. Da vorne rüber. Die Tür zu. Die Tür auf. Zu. Hier ist was am Stöhnen.
Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Bin überfordert. Wo muss ich denn hin? Bin ich so blind? Also wenn ich das, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen unter Verfolgung, aber wenn ich das richtig aufgezeichnet habe, habe ich da so eine Schleife, die ich laufen kann, mit zwei Toiletten, wo ich mich verstecken kann. So, und er protokolliert einen gewissen Weg auf dem Gang entlang. Und wenn ich es immer richtig abstimme, dann kann ich ein bisschen mich umgucken. Aber nicht viel, das ist das Problem. Ja, und jetzt haben wir auch schon bald eine halbe Stunde voll und es wird auch immer anstrengender. Es ist alles nicht so angenehm gerade. Upala. So, also hier ist auch nichts. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ist das das Geräusch, wenn er näher kommt? Ich weiß es nicht. Okay, ich probiere jetzt nochmal irgendwo lang zu laufen, um was zu finden. Wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Möglichkeiten als noch vorher. Aber... ich sehe hier nichts. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Wo soll ich lang? Der ist der, der immer aufsteht hier. Ich finde nichts. Ich bin überfragt. Ja, ihr wisst ja, wo der Speicherpunkt war. Ich will jetzt sagen, ich lasse mich nochmal von dem abschlachten. Versuche noch auf Biegen und Brechen was zu... oder? Okay, er geht jetzt wieder raus. Ne, warte mal. Krass, der guckt unter Betten. Ich weiß echt nicht, Olaf. Vielleicht ist was im Gang, was ich nicht gesehen habe. Aber wofür dann diese Schlange hier? Also dieses Schlangenlaufen in diesen beiden, ich sag mal, Praxisräumen. Versucht da irgendwie einen Sinn hinter zu finden, aber ich finde keinen. Ja, wenn ich jetzt speichern und verlasse, dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Das ist aber nicht so schlimm. Gut, wie gesagt, ich komme gerade nicht weiter. Ich würde sagen, machen wir Schluss. Weil ob ich jetzt mich noch von dem abstechen lasse, ich meine, haben wir jetzt schon zweimal gesehen oder nicht. Mal gucken wir nächste Folge nochmal, ob ich einen Weg weiterfinde. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Könnte vielleicht einer reinschreiben, wie weit ich bin? Das kann ich dann heute Abend nochmal lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ein spannendes Wochenende. Tschüss.